Herzlich willkommen beim Wahrheitskongress. Schön, dass du wieder mit dabei bist und die Wahrheit herausfinden willst. Heute ist wieder ein ganz besonderer Mensch bei mir. Wenn es um Gesundheit und gesunde Lebensweise geht, dann ist er der Mann. Er ist Gesundheitscoach, Unternehmer, Buchautor und hilft Menschen durch zahlreiche Videos und sein enormes Wissen, körperlich, geistig und seelisch fit zu sein und zu bleiben. Gerade in diesen herausfordernden Zeiten ist die Flut an Informationen so groß und wenn wir da keinen klaren Kopf behalten, werden wir schnell verwirrt und fehlgeleitet und wissen oft gar nicht, was wir tun sollen bzw. wo genau die Wahrheit liegt. Mit seiner ganzheitlichen Gesundheitslehre bringt er Licht in den Dschungel der unterschiedlichen Gesundheitskonzepte und mit seiner Gottkost vereint er altertümliches Wissen mit den neuesten ernährungswissenschaftlichen Erkenntnissen, um die Probleme der Menschen an der Wurzel zu packen. Das Besondere an ihm ist, dass er nicht nur viel redet, sondern auch das lebt, was er erzählt und empfiehlt. Ich freue mich sehr, dass er heute hier ist und wir über diese ganzen Themen ganzheitlich sprechen können. Herzlich willkommen, lieber David oder Mr. Raw. Schön, dass du da bist. Vielen Dank, mein Lieber. Und hast du wunderbar zusammengefasst, Steffen. Also besser hätte ich das nicht... besser hätte ich das zusammenfassen können. Sehr, sehr schön. Vielen Dank, dass ich hier die Möglichkeit habe, was dazu zu erzählen. Dankeschön. Ja, wir haben ja das Thema Wahrheit und viele Menschen suchen tatsächlich ganz viel nach der Wahrheit, weil sie erkennen durch verschiedene unterschiedliche Situationen, dass das, was sie vielleicht bisher gelernt haben oder erfahren haben oder gewusst haben, nicht ganz der Wahrheit entspricht oder vielleicht sogar eine Lüge ist. Und das ist ja im Moment sehr, 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 sehr stark. Und vor allem auch im Ernährungsbereich, im Gesundheitsbereich, da ist ja auch ganz, ganz viel, ich sag mal, ja, fast falsche Informationen, Fehlinformationen und so weiter. Und vielleicht für den Start, wie bist du dazu gekommen, eigentlich dich mit diesen ganzen Themen zu beschäftigen? Fantastisch, sehr schön. Mr. Ja. Raw zu nennen. Genau. Also ich war krank, ich hatte rheumatoide Arthritis am Brustbein, das ist eine entzündliche Erkrankung der Knochenhaut quasi, und habe dann angefangen zu recherchieren und überlegt, was kann ich dagegen tun, und habe mich immer mehr in diesen Ernährungsdschungel, wie du es so schön beschrieben hast, durchgekämpft, ja, die 1000 Präparate, 1000 Ernährungsweisen und unterschiedliche Konzepte probiert und alles gleichzeitig wunderbar schön dokumentiert, das heißt in Form von Büchern und Videos und anderen Zusammenfassungen wiedergegeben oder auch für mich behalten, so dass ich auch mich damit auseinandergesetzt habe, immer wieder darüber geredet habe, das selbst geschrieben habe, korrigiert habe. Wenn man solche Arbeiten macht, dann bleibt natürlich viel, viel mehr hängen, als wenn man mal einen Film oder mal ein Doku schaut oder mal ein Buch liest. Ich habe das wirklich... Genau, das Aufschreiben, ja. Gibt es viele Studien, die sagen, wenn du was aufschreibst, dann wird der präfrontale Kortex aktiviert und du hast eine 20-prozentige höhere Wahrscheinlichkeit, das umzusetzen, was du auch aufschreibst, und merkst es dir natürlich auch deutlich höher. Ja. Und so bin ich schon wieder reingekommen und dann kam ich zu unglaublichen Informationen. Ich will jetzt mal drei einfach hervorheben, die mir einfach so einfallen aus dem Ernährungsdschungel. Zum Beispiel gehen wir in den Supermarkt, wir gehen in den Bioladen und glauben, wir haben da gutes Gemüse oder gutes Obst, und dabei sind 80% Hybridsorten, die auch, sage ich mal, sehr, sehr wenige Nährstoffe haben. Das heißt, wir sind in der Illusion, wir haben da was Gesundes und ist doch nicht gesund. Dann ist sowas wie, dann wollen wir uns Superfoods kaufen und gehen ins Internet und bestellen irgendwo eine Chlorella-Alge. Dann ist diese Chlorella-Alge mit Toxinen belastet und es gibt vielleicht nur 2 Hersteller auf der ganzen Welt, die überhaupt solche guten Qualität herstellen können, das ist gesundheitsfördernd, ist diese Chlorella-Alge. Und es gibt vielerlei Beispiele. Eins will ich noch nennen. Zum Beispiel fragen wir, wie viele Fragen stellen Leute, wie viel Chlorella kann ich essen? Ja, weil sie so, sag ich mal, verwirrt sind oder so weit von der Natur entfernt, dass sie sagen, wie viel kann ich von einem gesunden Lebensmittel essen? Und dabei steht auf der Smarty-Verpackung von Smarties drauf, dass sie so viele Azofarbstoffe haben, dass ein Kind eigentlich nicht mehr als 3 bis 7 von diesen Smarties essen kann. Und kennst du mal jemanden, der nur 3 bis 7 Smarties gegessen hat? Also wir sehen die Unverhältnismäßigkeiten. Wir sind so von einer Industrie, Lebensmittelmafia, wie ich sie nenne, weil ich habe darüber ein dickes Buch geschrieben. Wir haben 3 Bücher veröffentlicht, insgesamt 23 geschrieben. Bei den 3 veröffentlichten ist eins dabei, das nennt sich auf den Spuren der Lebensmittelmafia. Und da habe ich die unglaublich schlimme Sache von der Ernte, von den Gensaaten, von der Manipulation, die da im Hintergrund läuft, von den Massenmedien und was von der Nahrungsmittelindustrie, von der Lobbyarbeit, was uns da alles suggeriert wird über die Nahrungsmittel, was heute einfach gelogen ist. Und da wir hier beim Wahrheitskongress sind, gilt es mich, da Klarheit reinzubringen und zu sagen, Leute, vieles von dem, was wir da hören und lesen oder im Supermarkt oder Probiotika, wir können in jedes Einzelfeld reingehen. Das ist einfach erfunden, das ist Schrott, das ist gelogen und das ist Desinformation. Und da muss man
sich wirklich die Lebensmittel, die Ernährungsweise wie eine Wissenschaft heute rangehen. Das ist traurig, aber man muss sich damit so intensiv auseinandersetzen, dass man zum Schluss merkt, was übrig bleibt, sind Sprossen, Wildkräuter, Fermentationsprodukte und einige ausgewählte Supermarktprodukte. So leid es mir tut, um mir ganz mal die Wahrheit auf den Punkt zu bringen. Wir sind ja, also normalerweise gehen wir ja, genau wie du sagst, in einen normalen Supermarkt und es gibt da ja, ja eine Masse an verschiedenen Produkten und auch ja, dieses typische Bio, beziehungsweise auch Demeter. Wir kaufen zum Beispiel viel Demeter-Produkte, weil ich das immer noch so, ich habe mich dann persönlich noch nicht so 100% tiefend beschäftigt wie du vielleicht, aber bei mir ist immer so hängen geblieben, Demeter ist sehr, sehr gute, nachhaltige Produktion und so weiter. Hast du vollkommen recht, wenn ich dich da kurz unterbrechen darf. Demeter ist noch eins der höchsten Gütesiegel und hat damit noch eine hohe Wertigkeit. Aber selbst der Demeter-Brokkoli hat in den letzten 100 Jahren von 75% seines Magnesiums eingebüßt in den letzten 100 Jahren, weil einfach die Böden so ausgelaugt sind. Und da kann Demeter das auch nicht mehr so gewährleisten, dass überall, wo Demeter betrieben wird, biodynamischer Landbau betrieben wird, etc. Es ist leider wirklich so. Aber du hast das Bestmögliche getan. Ja, das war nämlich, genau, da wollte ich darauf hinaus, dass wir ja, wir glauben oder wir meinen, das ist irgendwie eine Art Lebensmittel oder das dient unserer Ernährung, aber letztendlich, was an Nahrung hängen bleibt bei uns oder beziehungsweise was da überhaupt noch drin ist, das ist ja wahrscheinlich gar nichts mehr richtig, was wir brauchen, sondern irgendwie nur um irgendwas zu essen, damit unser Magen nicht mehr knurrt oder so, aber dass wir letztendlich auch fit und gesund und ja, gute Haut und so weiter haben. Ja, da ist es ja wirklich, sind wir wirklich weit von entfernt. Und das sieht man ja auch an den ganzen Krankheitsbildern, an den Allergien und Richtig. was normalerweise, also die Zahl geht ja immer höher, also dass die Krankheiten immer mehr werden. Und da fragt man sich ja, warum, ne? Und ist das wirklich so eine Art bewusste, ja, Verschwörung kann man sagen, dass ich meine, das wissen sie eigentlich alles da. Und sie könnten ja im Prinzip super gute Urkost und so weiter anbieten, aber machen sie ja nicht. Hast du absolut recht. Also ich habe am Anfang auch immer so gedacht, dass es da die bösen Verschwörer gibt, die das alles inszenieren. Heute bin ich mehr zu einem Denken hingekommen, was Rupert Sheldrake mit morphologischen oder morphogenetischen Feldern beschreibt. Das heißt, das, was die kritische Masse denkt im Kollektiv, wird danach inszeniert und von bestimmten Energien auf der Erde umgesetzt. Das heißt, wenn die Menschheit einfach sich bewusst sagt, guck mal, heute hat jeder ein Handy, jeder kann vegan, jeder weiß die ganzen Informationen, hat Zugang zu diesen Informationen. Das heißt, es ist quasi eher für mich wie ein Intelligenztest heute, auch mit dieser ganzen C-Geschichte, dass einfach die Leute heute aus, ja, es wird entscheiden, der Mensch wird dadurch, dass er sich einfach nicht informiert und einfach alles so hinnimmt und alles so annimmt, was da in den Medien gezeigt wird, wird sich einfach sehr stark vergiften, wird sehr extrem verdummen und wird ein extremes Problem haben, aus diesem Zustand wieder rauszukommen, weil es ist dann so eine Abwärtsspirale, dass du auch gar keine Offenheit mehr hast für solche Themen, dann hast du es auch neuronal gar nicht mehr die Lage, über sowas Komplexes zusammen nachzudenken. Dann weißt du gar nicht mehr, wie du selbst recherchierst und selbstständig dich, weißt du, also das sind viele Themen, die da aufeinanderprallen, wo du wirklich sagen musst, ich dachte, es wäre eine Manipulation, aber es ist leider so, wir sehen drumherum, was einfach die kritische Masse im Bewusstsein hat und die sind einfach da noch nicht so evolviert. Was ich bei mir gemerkt habe, ich habe auch mal eine Zeit lang ausprobiert, mich nur rohköstlich zu ernähren und habe es leider nicht so 100% durchgezogen, aber ich habe es in meinen Alltag auch integriert, nur nicht 100%, aber ich habe da aber was ganz Spannendes gemerkt, und zwar, dass dieser, ja, wie so ein Nebel, wie so ein Schleier, der vor uns irgendwie in unserem Brain ist, weißt du, diese wirklich wie so eine Vernebelung, dass man gar nicht klar sieht. Und ich finde das so wichtig, und da kann man auch gut darüber, über die Ernährung halt ganz, ganz viel auch wieder Klarheit für sich schaffen. Weil, wenn, Darf ich da kurz ansetzen, um ja das klar. wunderbar auszufüllen, was du sagst? Du schreibst einen Zusammenhang, den ich kurz sag ich mal, biochemisch darstellen will. Also wir haben eine Darmschleimhaut, die ist so aufgebaut, wie wenn man die Flächeoberfläche nimmt, wie ein Tennisplatz. Das heißt, eine ganz große Oberfläche. Wenn wir jetzt über die Zeit hinweg mit glutenhaltigem Getreide, mit Milchprodukten, mit Nüssen, die wir nicht einweichen und etc. verschleimen, dann ist es wie eine dicke Schicht, die die Nährstoffe nicht mehr zulässt, aber die auch das Nervensystem darunter liegend.
das enterische Nervensystem, das sich um den Darmwand schlingt, verschleimt. Und das führt zu einem Smog, zu einer Verschleimung und auch der Gedanken und zu einem grundsätzlichen Fog. Man nennt es Brain Fog, dass man so ein bisschen vernebelt ist. Man ist ein Ja. bisschen diesig und in diesem Zustand ist man natürlich auch nicht in der Lage, Entscheidungen zu treffen oder ist in der Lage, neue, sage ich mal, Wege zu gehen und zu sagen, ich krempel was um, sondern ist man in so einem bequemlichen, gemütsamen Zustand, wo man eigentlich eher so ja, ganz lazy ist. Und das lässt sich wunderbar erklären, wenn du es dann weglässt, wenn du dann viel umstellst auf Rohkost, wie du es jetzt machst. Ich ernähre mich auch zu 90% eigentlich von Rohkost. Eigentlich nur Rohkost. Die letzten, ich war mal 3 Jahre sehr dogmatisch, habe wirklich nur Rohkost gegessen, nicht mal geröstete Nüsse, keine erwärmten sonstigen Sachen. Also sehr, sehr streng dogmatisch. Mittlerweile bin ich ein bisschen davon weg, esse auch mal hier und da was wirklich glutenfrei vegan gekochtes, aber sehr, sehr selten. Vielleicht 1 bis 2 Mal im Monat und sonst nur Rohkost. Jeden Tag ein Salat, Sprossen, Wildkräuter, Wildkräutersäfte, die ich mir entsafte, jeden Morgen. Und da merkst du natürlich eine ganz andere Vitalität, weil du hast eine Nährstoffverfügbarkeit, du hast da eine Komplexität an Sachen wie Q10, Biotin, B-Vitaminen, B12, Vitamin C, Magnesium. Du hast so eine Fülle an sage ich mal, komplexen Nährstoffverbunden, die eine ganz andere Entgiftungsmöglichkeit haben. Diesen Brain Fog und diese ganzen Sachen, diese Ablagerung, den Schleim, alles ausleiten. Du hast Bitterstoffe drin, du hast Gerbstoffe drin, Sachen, die in den natürlichen Lebensmitteln, jetzt kommen wir wieder zurück zur Lüge, die wir im Supermarkt einfach gar nicht mehr haben. Sag mir noch ein bitteres Produkt, ja, was es im Supermarkt gibt. Früher gab es vielleicht mal welche, aber bitte nenn mir ein. Bitter? Ja, wirklich bitter, wo du sagst, das ist bitter. Der Pampelmus ist ein bisschen bitter, oder? Schön, das ist wirklich noch eins der bitteren. Früher waren es noch Rucola, Chicorée, ja, aber Ja. sowas gibt es heute nicht mehr, weil der Kunde mag sowas auch nicht, weil Ja, die Geschmacksknospen so Bitterstoffe. konditioniert sind, dass er gar keine Lust mehr hat auf solche bitteren Sachen und keiner schreibt sie noch vor. Es gibt da Ja. keine gängige Meinung oder so, dass man sagt, ey, du musst Bitterstoffe essen. Es gibt keine ethische, moralisch hochwertige Instanz mehr in uns oder außerhalb von uns, Ja. außer mir jetzt in dem Fall, der einen ermahnt und sagt, hör mir mal zu, pfleg deinen Körper, iss Bitterstoffe, iss saure Sachen, beweg ihn, iss nicht zu viel. Es gibt keine Instanzen in dieser Gesellschaft, also weniger, zum Glück gibt es Leute wie dich und mich, die das wirklich propagieren, die Wahrheit rausbringen, aber noch zu wenige. Und dementsprechend haben wir halt dieses große, wie du schon sagst, Krankheitsbild. Die chronischen Krankheiten nehmen zu, Diabetes, 1000 Neuerkrankungen täglich, jetzt mittlerweile sogar noch mehr, das ist eine alte Statistik. Also wir haben ganz viele auch neurodegenerative Erkrankungen, Parkinson, Alzheimer, Demenz, Ja. MS, weil auch im Darm die Ursache dafür liegt, weil auch die Autoimmunerkrankung und all das entsteht im Darm. Durch ein gestörtes Mikrobiom, durch ein Leaky Gut, dadurch, dass da dann Viren, Bakterien, Pilze und so in den Blutstrom kommen. Also katastrophaler Zustand, was wir im Darm sehen und das spiegelt sich dann auch im Bewusstsein wieder. Weil du kennst sicherlich Darm mit Scham oder Darm-Hirnachse, dass wir ein zweites Gehirn im Darm haben, dass viel mehr no Nervenimpulse nach oben gehen als nach unten. Ja? Ja. Ja, ich nehme das halt auch immer extremer wahr, wie diese Vergiftung, kann man da wirklich sagen, durch zu viel Zucker, durch zu viel Salz und ja, Brot, wo ich auch immer dachte, oh nein, mein liebstes Brot, Ja. ich will das behalten. Das ist so, das ist ja so eine Brotzeit und so ist einfach auch schön, ein bisschen Salat dazu und ist einfach Perfekt. total, total lecker, Ja. ne? Und ich wollte nur sagen, ich nehme das total wahr, immer mehr diese Vergiftung und diese Sucht, diese Sucht danach, gezuckerte und vor allem auch so super salzige Sachen und so weiter. Also da, wie du vorhin sagst, mit den Geschmacksknospen, das ist hochinteressant, sich damit mal zu beschäftigen. Ich habe das gemerkt, als ich eine Darmkur gemacht habe, wie meine Geschmacksknospen sich verändert haben. Ich habe das so eine Vier-Tages-Kur gemacht. Und danach waren meine, also das war wie eine Ja, Geschmacksexplosion. genau. Das war unglaublich. Ja, Ja. richtig. Du sagst es absolut. Es ist tatsächlich so. Das Schöne ist aber heutzutage durch diese Varianten in der Rohkost, dadurch, dass wir eine Gourmet-Rohkost erschaffen haben, wo wir auch Brot, Pizza, Burger, Cremes, Dips, Nachtisch, alles designen können. Wir können das heute alles Ja. bauen mit Dörrgeräten, mit Mixern, und ich mache das mir. Das heißt, ich esse jeden Abend das gute deutsche klassische Abendbrot. Aber die alten Germanen und die alten Völker hier, die haben es aus Eicheln, aus Bucheckern und aus anderen Früchten des Waldes gemacht, die glutenfrei waren. Und was wir da heute als degeneriertes, das Brot heute hat bis zu 300 Zutaten. Wusstest du das? Ja. 300. Ne, wusste ich nicht. Früher hatte Das das ist eine Menge. Salz, Hefe, Teig, also irgendein Mehl und Wasser. Ja, maximal 4 Zutaten, vielleicht noch ein paar Kräuter oder sonstiges. Und jetzt kommen Teigrohlinge aus China, die gefroren aus China hergeliefert werden und werden dann hier aufgebacken. Und es ist ein Geschäft,
des Grauens, im wahrsten Sinne des Wortes. Also wir haben wirklich da heute eine globale Marktwirtschaft, die zu Szenarien geführt hat, dass wir als apfelreichste Land der Welt Äpfel aus Australien, Südafrika, Chile im Supermarkt haben. Und die guten Boskop-Äpfel, der nachweislich 423 Mal mehr Nährstoffe hat als der Pink Lady im Supermarkt, ja? Der gute alte Boskop-Apfel hat 423 Mal mehr Nährstoffe als der Pink Lady. Und trotzdem finden wir den nicht mehr, weil er zu sauer und dem Kunden zu sauer und ja, fast schon bitter schmeckt. Und das ist das Problem. Wir Krass, sind durch ja. die Konditionierung und Sozialisierung so weit fortgeschritten, dass auch unsere Eltern schon degenerierte Geschmacksknospen haben und verlernt haben, sich gesund zu ernähren, ohne ihnen einen Vorwurf machen zu wollen, ja, weil es ist ja alles immer die Frage auch von Evolution und wir sind jetzt dran, um das Ganze zu Genau. regulieren. Und deswegen danke ich dir auch wirklich für die Möglichkeit, weil du eine fantastische Reichweite hast und das dann auch nutzt, um solche guten Themen zu propagieren und natürlich das auch selbst lebt, weil dadurch speisen wir das Feld, indem du darüber nachdenkst, wir darüber reden und wir es leben, speisen wir ein positives Feld, dass es anderen leichter fällt. Also es gibt das Prinzip des 100. Affen. Das heißt, es wurde ein Experiment gemacht, dass man auf einer Inselgruppe einem Affen einen Trick beigebracht hat, wie er eine Süßkartoffel abwäscht oder so oder die schält, also ein ganz einfaches Verfahren, um seine Nahrung herzustellen und hat beobachtet, was mit den Inselgruppen drumherum passiert. Obwohl die keinen physischen Kontakt hatten, haben die Inselgruppen angefangen, also die Affen, die dort lebten, dieses Verhalten nachzuahmen. Und auch Kristalle, die man in einem Labor in London züchtet, wachsen unter den gleichen Verhältnissen in New York schneller. Das heißt, wenn irgendwas schon mal gedacht oder gemacht wurde, fällt es einem anderen Menschen einfach auf den Gedanken zu kommen. Und das ist eine Wissenschaft. Dr. Rupert Sheldrake ist ein hochrenommierter Stanford oder Oxford oder University auf jeden Fall, ein hochakademischer Kerl, der das in wissenschaftlichen Abhandlungen bewiesen hat. Und das heißt, wenn wir uns mit diesen Feldern, wie du jetzt auch, durch Gespräche oder so verbinden und die speisen, dann helfen wir natürlich ganz stark der Menschheit, da einen Schritt weiterzugehen. Deswegen ganz, ganz große, aber ganz, ganz großen Dank auch dir für diese Möglichkeit. Ja, also ich habe das ja, ich sage mal, ich führe Aufträge aus, ich kriege das ja auch eingegeben und ich habe Ja, bei mich mir ist auch so. auch Ja. schon mit, also du machst es ja wahrscheinlich auch viel mit Meditation und so weiter, Ja, richtig. dass man einfach diesen Informationsoverflow, sage ich mal, der da draußen ist, immer auch wieder zurückfindet und in die Balance zu kommen, für sich in so ein, ja, so ein, diese innere Ruhe auch wieder zu finden für sich. Das ist ja auch so ein ganz wichtiges Thema heutzutage. Ich wollte noch mal kurz auf die, ja, wenn wir uns mit der Ernährung beschäftigen, wie ist so der Einstieg? Muss jetzt jeder sofort 100% Rohkost essen oder muss jemand, also was kannst du empfehlen vielleicht? Wie ist so ein Einstieg, um das ja auch, das geht ja auch darum, David, dass man das, habe ich gemerkt, wenn man das vielleicht zu extrem macht, dann hat man vielleicht nicht so eine gute Erfahrung. Also vielleicht einen Richtig. leichteren Einstieg, dass man das in den Ja, Alltag ja, integriert, ja. weißt Hast du absolut recht. Und ich habe auch diesen Fehler gemacht und sehr dogmatisch nur du? Rohkost und so. Ja. Und das ist nicht gesund, hast du absolut recht. Und heute stelle ich eigentlich niemanden mehr direkt auf Rohkost um. Ich baue jedem einen Plan, der so aussieht, morgens bitte nicht frühstücken, sondern stattdessen Mineralien, Zeolithe, Gerstengras, Weizengras, Moringa, irgendwelche grünen Säfte, Smoothies, aber mit wenig Obst oder irgendwas Flüssiges oder mit einem hohen Wassergehalt zu sich nehmen bis 12 Uhr, weil das einfach durch das intermittierende Fasten mehr Wachstumshormone, mehr Regenerationshormone, also auch Bodybuilder nutzen das, um einfach besser zu wachsen und zu regenerieren. Ja, dieses intermittierende Fasten, Zeitfenster einzuhalten bis 12, weil die Leber und die Niere und viele Entgiftungsprozesse bis dahin noch aktiv sind und dann essen wir was mit Faser und Ballaststoffen. Das heißt, dann am besten einen Salat. Und das ist auch nicht zu viel verlangt, dass jemand mittags einen Salat isst. Das kriegt jeder hin. Ich hab jetzt in der Praxis hier 3.500 Leute schon beraten und viele davon mit diesem Ernährungskonzept in ein ganz neues Lebensgefühl geholt, weil sie einfach ohne das Frühstück eine viel mehr Leichtigkeit haben, viel aktiver sind. Und dann auch wirklich auch merken, wow, ich schlafe besser, ich bin erholter, ich bin nicht so schnell gereizt, ich habe die und die Probleme nicht mehr, etc. Also das Wichtigste meines Erachtens heutzutage ist, das Frühstück wegzulassen, weil was wäre auch das Frühstück? Ein Porridge, katastrophal, glutenhaltiges Getreide verschleimt extrem den Darm, Hafer, noch zusätzliche Schleimfaktoren, Antinährstoffe, Inhibitoren, verschiedenste Sachen, die dazu führen, dass die Nährstoffaufnahme von Zink um 30% zum Beispiel reduziert wird und ganz viele Faktoren. Also wer heute sowas ist, noch isst morgens, der lähmt sich gleich morgens, dann gibt es noch Brötchen alternativ dazu, auch katastrophal, weil die eine negative Energiebilanz haben, die sind leere Kalorien, bei der Verstoffwechslung entsteht mehr Zucker, als wenn ich Haushaltszucker essen würde.
Das heißt, wir haben Diabetes und wir haben danach wieder Hunger, wir sind in Tiefs. Also wir wollen ja in die Ketose kommen. Das ist ja heute das Stichwort. Das heißt, in einem Zustand des Equilibriums, das heißt in einem Zustand, wo wir innere heitere Gelassenheit haben und ausgeglichen sind und keine Heißhungerschübe mehr. Das heißt, wir haben auf eine Fettverdauung oder besser auf eine Verdauung durch auf einen Stoffwechseltyp von Ketonkörpern umgestellt, die in der Leber aus mittelkettigen Fettsäuren, wie zum Beispiel aus Kokosöl oder Rohmilchbutter, die ich jetzt esse, als einziges tierische Produkt, Rohmilchbutter, hergestellt werden. Das heißt, diese mittelkettig gesättigten Fettsäuren bauen mir Ketonkörper, die halten mich länger satt und deswegen gibt es auch sowas wie den Bulletproof Coffee. Aber besser ist es, ein Esslöffel Kokosöl mit ein bisschen, vielleicht einer Dattel im Laufe des Vormittags bis nachmittags in den Mund zu nehmen und dadurch mit Fett in der Ketose zu bleiben, ohne große Frühstücksmahlzeit zu nehmen. Aber das braucht man meistens gar nicht, wenn man morgens zwei große Gläser mit schönem Wasser, mit gereinigtem Wasser, nämlich eins morgens mit Zeolith, dann eins, zwei, drei Stunden später mit Zitrone, Vitamin C, Magnesium und Nährstoffen zu sich nimmt, weil dann werden die sogenannten Chemorezeptoren im Magen aktiviert. Der Magen hat in der Darmwand Chemo, in der Magenwand Chemorezeptoren, da misst er, wie viel Vitamin C, wie viel Magnesium, wie viel habe ich bekommen, sendet einen Impuls an das Gehirn und wenn von allem genug da ist, schaltet der Appetit aus. Und das heißt, wir haben Sättigungsmechanismen, die greifen, wenn wir uns morgens zellulär sättigen, wenn wir uns hochdosierte Nährstoffe zu uns führen, mal 20, 30 Chlorella-Presslinge, 100.000 Einheiten Vitamin D3, 3 Gramm Vitamin C, ja, Magnesium, ionisches und tolle Sachen gibt es da heute. Also wenn wir uns das morgens zuführen, sind wir einfach satt und sind viel energetischer. Und mit dieser Umstellung darf man abends auch glutenfrei, vegan was kochen. Kichererbsen, Bohnen, Linsen, glutenfreie Nudeln. Es gibt sogar Sprossennudeln jetzt. Man kann auch ein Butterbrot. Ich bin ein großer Fan von abendlichem Butterbrot, weil ich mir ein Brot dörre aus gekeimtem Buchweizen, gekeimtem Sonnenblumenkern, Flohsamenschalen, etwas Zucchini. Dörre ich mir ein Brot, das ich dick mit Rohmilchbutter und dann esse ich zwei Scheiben und bin satt und happy. Nichts mehr mit Kochen, Das nichts mehr mit Rezept muss ich Stress. unbedingt haben. Ja, das kriegst du von mir, das stelle ich dir zur Verfügung. Es ist wirklich ein Traum. Es ist einfach und simpel. Und die Tradition hat ja immer noch den Begriff Abendbrot bewusst geprägt gehabt, dass man Abendbrot und man isst ein Butterbrot. Und die erste Zutat heißt Butter, das heißt Butter so dick und Brot so dünn. Die Butter ist die Hauptzutat, weil dann hat man genau das, was ich beschreibe, mittelkettig gesättigte Fettsäuren, bleibt in der Ketose, kaum Verdauungsarbeit, Fett ist das Gesündeste, was man dem Körper zutun kann. Da haben leider Leute wie Anthony Williams und so andere viel gegen Fett gearbeitet, das ist extrem wichtig. Und dazu ein, zwei Esslöffel Sauerkraut zu diesem Brot. Und dann hast du ein gesegnetes Abendmahl und kommst ohne Probleme auch durch den Winter, weil es sehr viele immunregulative Substanzen besitzt, so ein Essen. Ja. Ich hab eben schon so eine Frage wieder reingekriegt, die wahrscheinlich immer kommt. Wie soll ich denn satt werden, wenn ich das mir so angucke? Und wie soll ich denn von Salat satt werden oder so? Und das ist ja auch wirklich auch ein großer Teil, ein neues Bewusstsein einfach dazu bekommen. Weißt du, dass wir von diesen alten Glaubensmustern und Glaubenssätzen, die wir vielleicht übernommen haben durch unsere Eltern oder durch die Gesellschaft, dass wir einfach auch das immer wieder hinterfragen und ausprobieren für uns, oder? Noch Das ist ja auch ein besser. individueller Prozess, oder? Ja, also ich finde es fantastisch, dass du das ansprichst, weil das sind genau die richtigen Fragen. Weil wenn ich den Salat klassisch esse mit etwas Tomate, Gurke und losen Blättern, dann macht er mich nicht satt, Ja. sondern der Salat sieht folgendermaßen aus. Ich nehme eine Avocado, die eine viel bessere Umweltbilanz hat als eine Banane. Es wird ja gesagt, Avocado ist so schlimm und dann essen die Leute Bananen oder essen andere Sachen, die noch viel schlimmer sind. Die Avocado ist eines der gesündesten Produkte, die es überhaupt noch im Supermarkt gibt. Die würde ich empfehlen. Zu dem Salat dazu, die sättigt und hat gute Fette. Dazu nehmen wir etwas Sauerkraut. Dann nehmen wir zur Veredelung etwas Sprossen oder Wildkräuter. Ein 5 bis 7 Blätter Löwenzahn, klein gehackt in den Salat, schmeckst du kaum und hat eine immense Sättigungswirkung. Und Sprossen ähnlich, merkst du kaum, schmecken lecker und sättigen. Also es geht schon dahin, den Salat noch deutlich zu ergänzen und auch so zu kompositionieren, dass er schmeckt und dass er ein Genuss ist. Ich will niemanden in den Verzicht holen. Ich bin ein Mensch, ich genieße das Leben, Ja. Fülle, Überfluss ist unser Wesen und das lebe ich in vollster Praxis. Und deswegen ergänze ich den Salat durch ein paar hochwertige Nährstoffe und mache zusätzlich noch ein Topping drauf. Das heißt Hanfsamen, Kürbiskerne, geschälte Hanfsamen, sorry, Kürbiskerne, Pinienkerne und das Allergesündeste, was es gibt, Zedernüsse auf den Salat drauf. Und dann kann mir keiner sagen, dass dieser Salat mit einem Senfdressing, mit etwas Senf, Mandelmus, etwas Olivenöl, etwas Apfelessig und etwas Zitrone nicht vorzüglich schmeckt. Dieser Salat, mit dem begeistere ich hier die Leute und da Hört sagt sich mir jeder, lecker David, an. Ja, ja, es ist ja. super easy.
Es schmeckt köstlich und ich esse diesen Salat jeden Tag. Das heißt, wenn wir uns die Tiere anschauen, die essen rhythmisch, periodisch. Das heißt, 3 bis 6 Monate das Gleiche, dann wachsen andere Kräuter, dann essen sie was anderes. Und so sollten wir uns auch ernähren, weil dann das Mikrobiom sich perfekt auf die Nahrung einstellen kann. Dieses tolle hintereinander ausgewogen Essen ist Quatsch, weil wir in die Pflanzen schon ausgewogen alle Kompositionen haben. Brauchen wir nicht 1000 Sachen essen. Das verwirrt nur unseren Stoffwechsel, unser Mikrobiom. Also möglichst einfach essen. Das predigt auch Jesus im Friedensevangelium, ist wichtig. Kommen wir gerade auch wieder, es geht ja auch darum, jetzt zu schauen für sich, denn wir erleben ja, was da draußen so los ist und wie das höchstwahrscheinlich weitergeht. Und wir haben jetzt ja die Situation, dass das C-Virus hier immer noch grassiert, obwohl ich es noch nie gesehen habe, aber irgendwie grassiert es hier. Und, ne? Und wir haben auch ganz viele Themen im Kongress schon, auch Spiritualität und wo könnte das hinführen? Und die Tendenz geht ja wirklich dahin, dass wir irgendwann nur noch mit so einem Smartphone-App oder so unseren Impfstatus auch im Supermarkt nachweisen. Und wenn wir jetzt nicht irgendwie geimpft sind oder so, oder wenn man sich das nicht nachweisen können, dann kommen wir wahrscheinlich mal rein. Also Richtig. die Tendenz ist ja da. Wie das dann letztendlich kommt, weiß man nicht. Richtig. Aber wo ich als Vater auch für meine Kinder und Familienvater gucke, oder wir müssen ja wirklich gucken, wo bekommen wir unsere Nahrung her, Richtig. wenn jetzt zumindest das mal durchspielen, wenn das wegbrechen könnte im Prinzip, wenn wir das nicht mehr machen können, weil wir uns halt nicht impfen wollen oder weil wir das nicht mitmachen wollen. Richtig, super Frage. Ich bin dem schon lange nachgegangen und habe für mich so ein Netzwerk jetzt ausgebaut, dass ich im Supermarkt eigentlich fast nichts mehr kaufe. Und zwar folgendes. Also alle Produkte, die jetzt zum Beispiel wie Brot etc., bestelle ich mir online oder stelle sie selbst her. Und da ich ja sehr einfach esse, das heißt, ich esse jeden Tag das Gleiche, brauche ich immer Salat. Den Salat baue ich entweder selbst an. Ich habe hier eine kleine Möglichkeit, da findet jeder einen Ort. Oder ich hole ihn aus der kooperativen Landwirtschaft in der Umgebung. Oder ich bestelle ihn bei Orkos, genau wie meine Avocados. Die bestelle ich bei Orkos. Das ist ein Tropenfruchthändler, der die fast vollreif direkt zu dir nach Hause liefert, ohne Zwischenhändler, ohne irgendwie jetzt, weil das ist ja auch ein Thema, Lagerung, dann die ganzen Transportkosten hin und her, CO2. Zwei-Bilanz. Wenn es direkt Peer-to-Peer vom Bauern zu mir kommt oder von einer Zentrale zu mir, ist es viel besser. Und da bespende ich mir jede Woche einfach 10 Avocados, die reichen für die ganze Woche. In Dazu meinen Deutschland Salat. oder Genau, wie aus auch Deutschland, in, ja. geht das auch in Schweiz, Österreich und so, weil wir da auch Glaube ich viel. auch in Schweiz und Österreich. Aber da gibt Ja, es okay. ähnliche Lieferanten. Ja? Ja. Und das Schöne ist, da wachsen auch immer mehr. Es gibt jetzt auch Flink und Gorilla. Da kann ich mir in der Stadt auch alles andere an Gemüse nach Hause liefern lassen innerhalb von 10 Minuten. Ja. Also es gibt überall eine neue Infrastruktur. Und das Beste ist natürlich das Einsachen des KRD, des Königreich Deutschland, was ein ganz neues System nebendran aufbaut, ohne jetzt gegen die BLD zu gehen, sondern einfach neues Geld, neue Währung, neues Gesundheitssystem. Ja, also da bin ich schon drin. Und da beziehe ich auch einen Großteil meiner Lebensmittel her, die ich dann sogar in E-Mark zahle, was eine neue Währungsform ist, die auch vom Euro unabhängig ist und auch die einzige Währung, die von der BaFin, die nicht der BaFin untersteht und somit für mich revolutionär. Aber da muss man sich genau mit beschäftigen. Ja. KRD ist das Stichwort. Ja, wir haben das ja auch im Kongress, den Peter, der das ja gegründet hat, Ja. der ist auch mit im Kongress und Fantastisch. viele beschäftigen sich damit und suchen halt genau nach alternativen Lösungen. Vor allem, wenn man sich mit der Wahrheit beschäftigt, dann erkennen wir ja irgendwie, dass das BRD-Konstrukt irgendwie auch nicht so das ist, was wir wollen, ne? Und auch so mit der ganzen Geschichte, was da jetzt alles hochkommt, ist unglaublich und so spannend. Ich Ja. bin total dankbar, dass ich diese Aufgabe hier Sehr machen darf schön. und das alles so ein bisschen auch versuchen mit ans Licht zu bringen. Super. Und wie ist da der Einstieg? Also ist es einfach mal ins Königreich zu gehen? Ich meine, ihr könnt ja alle das Interview auch von dem Peter anschauen, da erklärt er das. Aber wie war das bei dir? Vielleicht mal ganz kurz, wie bist du darauf gekommen überhaupt? Genau, also ich bin wie du sehr wissbegierig und sehr neugierig und Ja. solche Sachen, die alternativ halt von der BRD laufen, interessieren mich sehr, weil ich habe mich sehr intensiv mit dem Konstrukt der BRD befasst. Ja, dass wir kein souveräner Staat sind, dass wir Personal sind, also das, was eigentlich jetzt Entschuldigung, viele auch schon wissen. du hattest ja auch einen eigenen Geschäft in Frankfurt, ne? Die Richtig, Rocosteria, also ich glaube ich. hatte, richtig, ich hatte 6 Jahre ein rohveganes Restaurant. Ein sehr gutes Rocosteria, ein sehr schönes, großes Restaurant, hatte immer wieder extreme Probleme mit Gesundheitsamt, Polizei, Ordnungsamt und den ganzen BRD-Institutionen, die da dranhängen. Und die haben mich wirklich drangsaliert.
Und dann habe ich natürlich Möglichkeiten gesucht, jetzt auch die ganze Verordnung, und das ist ja alles Menschenrechtsverletzung, Ja, verstehst du? Und das lasse ich nicht mehr auf total. mir sitzen, weil ich ja auch eine große spirituelle Anbindung habe und auch glaube, dass Jesus und große andere Heilige uns gesagt haben, dass wir uns nicht nur als unterdrücken und unsere Würde so von anderen, weißt du, unterwandern lassen können, ohne da einfach was zu machen. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich muss aktiv werden, aber nicht demonstrieren, weil das bringt langfristig mir nichts so, sondern ich muss mich anders in eine positive Richtung orientieren und bin dann auf den KED gekommen und habe mich damit intensiv beschäftigt, habe mir alle Videos von Peter angeschaut, die Verfassung geholt, habe dann jetzt die Staatszugehörigkeit beantragt. Das ist quasi wie so eine Vereinsmitgliedschaft, so ein DIN A4-Papier. Das kann jeder ganz einfach machen. Und dann den nächsten Schritt, die Staatsangehörigkeit. Da fährst du dann nach Ulm, machst einen Test, dass du die Verfassung gelesen hast und bist dann, sage ich mal, vollwürdiger Staatsbürger. Und da kriegst du auch so einen kleinen Ausweis, der aussieht wie ein Personalausweis. Wirklich, ja. Und da bin ich jetzt quasi ausgewandert, ohne umzuziehen. Und das ist für mich natürlich sehr, sehr komfortabel. Das heißt, ich kann meine Unternehmensstruktur in dem gleichen Ort, wo ich jetzt bin, neu aufbauen mit Online-Shop und all den Sachen im Rahmen des KEDs, wo man auch keine Steuern zahlt übrigens. Also es ist immer eine Win-Win-Situation, gell? Wenn wir uns für die Schöpfung, für die positive Seite entscheiden, dann kriegen wir vom Leben Überfluss und wir auch wie du, wir kriegen Informationen zugeschoben, wir kriegen geniale Kontakte, wir kommen aus allen Situationen raus. Und deswegen ist die wesentliche Grundsatzfrage sowieso, sind wir im Vertrauen, weil dann wird uns nirgendwo was passieren, weil hör dieses Zitat von Jesus an. Nachdem er gefragt wurde von den Jüngern, sollen wir uns irgendwie auf Krisenperioden vorbereiten oder was wollen wir machen? Sagt Jesus, ja, schaut euch die Vögel an. Sie säen nicht und sie ernten nicht. Und doch sorgt ihr himmlischer Vater für sie. Das heißt, die Vögel haben immer zu essen, gell? Sie säen und sie ernten nicht. Und dann sagt Jesus noch dazu, und seid ihr denn nicht viel mehr als sie? Also es ist unglaublich, wir können uns von Lichtnahrung ernähren, wir können uns einfach mal Wildkräutern ernähren. Wenn man erstmal die Angst durch diese roh veganen Lebensstil, den ich jetzt 8 Jahre gelebt habe, los ist, dann brauche ich auch keine Sorgen mehr haben von irgendwelchen Supermarkt bricht zusammen, Handelsstränge brechen zusammen, weil ich kenne meinen Apfelbaum, ich kenne meinen Feigenbaum, ich weiß, welche Baumblätter, welche Brombeerblätter, wo ich was ernte. Ich kenne hier meine Nachbarschaft und das ist das Schöne, was du von Verwurzelung vorhin erwähnt hattest. Hier in seinem Umfeld jetzt mal verwurzelt sein, sich in seine Höhle zurückzuziehen mit seinen engsten Vertrauten, Freunden, Familie, wenn es halt geht, ja, also die Familien scheiden sich ja auch gerade, aber dich erstmal auf sich zu konzentrieren, in die Meditation, was du so schön gesagt hast, und dann kommen die Antworten von ganz allein und dann braucht man sich auch gar keine Sorgen um irgendwas machen, weil man wird intuitiv so geleitet, dass man zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist, wo man für sich und seine Familie Unterkunft, Versorgung und alles findet. Ja, das ist ein, du hast super Sachen angesprochen, denn diese Anbindung, ne, diese, ich sag mal, göttliche Anbindung, da wieder hinzukommen, weil wir halt auch, ja, irgendwie, wenn man so ins Leben kommt hier durch Kindergarten, Schule und Gesellschaft und so, sind wir total abgekommen davon und richtig, es wurde uns richtig abtrainiert, so habe ich das Gefühl. Und da ist jetzt auch, glaube ich, unsere Aufgabe und deswegen ist auch dieser Druck, der von außen so wächst, aus meiner Sicht sehr, sehr gut, weil wir dadurch in Bewegung kommen. Und dadurch Ganz schön, ganz kommen wir schön. halt, ja, dadurch kommen wir halt wirklich in die Bewegung auch mal, ja, das zu hinterfragen oder meinen Lebensstil zu hinterfragen oder meine Beziehungen zu hinterfragen. Schön. Und weil wir das nie gemacht haben bisher. Wir haben das alles, Absolut. wie wir auch Ja. schon gesagt haben, das so hingenommen und das hat sich so Ja. irgendwie eingespielt. Und ja, Mutter Merkel macht das schon so nach dem Motto. Ja, Und genau, davon richtig, müssen wir richtig. wegkommen, wieder zu uns Ja. finden, weißt du? Das ist Ich finde es, total, ja. das ist eigentlich der Punkt. Und dieses, ja, auch davon, was du vorhin sagtest mit dem Beispiel, was Jesus gesagt hat, das ist auch so wichtig, dass wir das einfach erkennen und für uns, ja, für uns rausfinden, weil wir so in Thema Vertrauen und Urvertrauen, wir sind so in Angst gehalten, weißt du? Und wenn wir einfach in diesen Ängsten sind, dann können wir einfach auch nicht klar denken und kommen immer weg Exakt. von dem Vertrauen. Ja. Und das ist so, so wichtig, weil da auch alle Antworten drin sind. Wenn wir das Richtig. schaffen, in diese Anbindung zu kommen und wir uns mal hinsetzen können für uns und meditieren oder uns wieder verbinden mit wem auch immer, mit dem Schöpfer, Gott, wie du ihn nennen willst, dann ja, ist es wirklich, ich habe da auch schon so krasse Erfahrungen gemacht bei mir, dass das so wie eingegeben wird. Nur Richtig, wieder ganz darauf zu genau. hören, das ist ja der Punkt, dass wir das trainieren. Ja. Absolut. Also kann ich, bei mir läuft es ähnlich wie bei dir. Also Ja. es läuft alles über Inspiration und Hingabe. Islam heißt eigentlich übersetzt Hingabe. Ja, das heißt, man soll sich ganz loslassen und die alten Griechen haben es Sterben üben genannt, versuchen den Atem mal ruhen zu lassen Ja. und alles loslassen, die Ängste und die Todesangst und diese ganzen Sachen da reinzugehen. Das finde ich schön, dass du es angesprochen hast. Und auch schön, dass du gesagt hast, dass es jetzt die Zeit ist, sich quasi, dass man schon fast das so sehen sollte, ein bisschen dankbar dafür sein soll, dass man jetzt mal über verschiedenste Lebensbereiche, wie zum Beispiel, wo war ich bisher einkaufen?
mit welchem System wurde ich so Ja. jetzt aktuell nämlich regiert? Und dann frage ich immer die Leute, selbst wenn du Peter misstraust oder skeptisch bist, was ist wohl besser, KRD oder BRD? Wo wir von den BRD-Mitgliedern jetzt nachweislich wissen, dass da Sachen wie Pädophilie, ich will nicht ins Detail gehen, aber grausamstes, schlimmst, Ja. also das sind für mich die schlimmsten Sachen, die man überhaupt machen kann. Die laufen da nachweislich auf den höchsten Ebenen und mit sowas will ich einfach nichts zu tun haben. Davon will ich mich klar distanzieren und deswegen sagt auch der Peter immer, Jesus hat gesagt, kehrt aus ihrer Mitte und sondert euch ab. Das heißt, dass wir was Neues gründen sollen nebendran, weil so schaffe ich schlechtes Karma, wenn ich damit Geld bezahle und arbeiten gehe für einen Staat und ein System und Steuern zahle, das nachweislich zerstörerisch, Verbrecher ist und hochgradig kriminell ist. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ja, und dieses, was wir auch schon angesprochen haben, mit den Feldern, diese energetischen Felder, die ja da sind und die wir ja jede Sekunde, jeden Tag füttern, indem wir uns, oder je nachdem, wo wir halt unsere Aufmerksamkeit hinrichten, Richtig, ne? Energie richtig. folgt der Aufmerksamkeit. Und wenn wir uns ja damit einfach nie beschäftigen, dann machen wir auch ja Ja. unbewusst einfach mit und machen, dass es weiterläuft. Ganz Und genau. deswegen ist es, finde ich, total gut, dass diese ganzen Dinge ans Licht kommen gerade. Auch wenn die sich erstmal ein bisschen teilweise heftig sind und auch sehr, sehr dunkel sind. Ne? Und Ja. da muss man, aber ich finde, man muss da auch irgendwie durchgehen, oder? Ich Ja. weiß nicht, wie du das machst. Du bist ja auch Vater. Und wenn man das so bekommt, man hat ja eher so das Gefühl, nee, das fühlt sich doof an, ich will da weg von, weißt du, aber Ja. irgendwie, man muss ja da durchgehen, oder? Ja, also ich muss dir ehrlich sagen, ich habe mich mit diesen Themen dadurch auch den Recherche für meine Bücher sehr intensiv auseinandergesetzt. Das heißt, ich bin wirklich bis in die tiefsten Schattenseiten und die dunkelsten Seiten rein, auch bei mir, weil wir haben das auch alle in gewisser Weise ja auch in uns. Ja. Das heißt, du wirst nicht glauben, wenn ich ein Kind sehe, hinterfrage ich mich selbst, hast du gerade sexuelle Gedanken? Was könntest du dir vorstellen, mit diesem Kind was zu haben? Ja, so ekelhafte Gedanken muss man sich auch selbst fragen, denn sonst wird es auch kollektiv nie aufgelöst, wenn ich mich das nicht selbst hinterfrage. Weil viele Sachen verstecken wir vor uns selbst und deswegen werden sie global gelebt. Die Illuminati und die Freimaurer und die ganzen, die offenbaren nur ins Außen, was wir im Inneren haben, damit wir daraus lernen können. Damit wir durch Erkenntnis zu sagen, oh, das ist aber schlimm, was ich da in mir im Inneren trage, auch sagen, oh, da muss ich dran arbeiten, ja. Und deswegen mache ich das genau wie du. Ich gehe in diese Themen rein und gehe dann in die Meditation und ziehe mich für mich zurück und bearbeite das ist so ein Fühl mal da rein, guck, wo habe ich das in mir, weil ich weiß, letztendlich, egal was passiert, ist auch nicht schlimm, auch der Tod und die ganzen Sachen. Deswegen relativiere ich das dann auch immer alles, ja. Auch wenn die Kinder geschändet und umgebracht werden, wer weiß, wie ihr Karma ist, wie ihre letzten Leben war. Vielleicht waren die letzten Leben einer, der hat selbst sowas gemacht. Und ja, es gibt ja schlimme Sachen. Das ist alles so rational zu erklären, das geht gar nicht. Das Ja. ist viel zu groß, glaube ich. Wichtig ist, dass wir verstehen, wir können loslassen, wir können vertrauen in die Schöpfung, alles wird geregelt werden, auch wenn es eine heftige Phase ist, alles wird gut und wir sollten bei uns anfangen. Ernährung, Bewegung, Entspannung, positive Gedanken, positive Sätze formulieren, weil die Kraft der Sprache natürlich auch sehr wichtig ist, ja. Nicht dogmatisch sein, auch zu niemand anderem böse sein. Und diese einfachen Tugenden, ja. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst oder Ja. sonstige Sachen, ja. Oder im Koran steht, wo viel Gemüse ist, werden viele Engel herabkommen. Im Buddhismus steht, wer Fleisch isst, wird niemals die Erleuchtung erlangen. Buddha-Zitat. Ja. Also, wenn wir in den Weisheitstraditionen uns mal umschauen, haben wir überall das Gleiche. Ja. Gemüse essen, keine Tiere töten und möglichst friedfertig mit der Welt umgehen. Und das ist doch nicht so schwer. Ich bitte euch, Leute da draußen, die alle jetzt zuhören, hört doch einfach auf mit dem Fleisch. Es gibt tolle Alternativen. Meinetwegen fangt an mit den Fleischersatzprodukten, den Schnitzel, den anderen Sachen. Esst erstmal Gluten, esst Pommes, esst egal was. So habe ich es auch gemacht. Haupt erstmal diesen kriminellen Akt des Fleischessens weg, weil der sagt, wie Tolstoi auch sagt, ein großer Philosoph, solange es Schlachthäuser gibt, wird es Schlachtfelder geben. Und das sind dann auch wieder dieses mit dem Feld. Ja, wenn ich so ein Feld speise und nähre, wo getötet und umgebracht wird, ja, dann wird es auch kollektiv immer weitergehen. Ja, das ist auch ein unglaubliches Feld. Wir haben uns da auch, meine Frau und ich haben uns da auch mal ein bisschen tiefer beschäftigt, was so abgeht einfach in der Massentierhaltung und was da Oh ja. einfach abgeht. Das ist so schlimm. Und meine Frau und meine Kinder sind auch total tierlieb. Die können keiner Mücke was zuleide tun, so nach dem Ja. Motto. Und wenn man das so sieht, wenn da irgendwelche Küken geschreddert werden oder wie die Rinder gehalten werden oder die Schweine, das ist einfach, ja. Man muss sich einfach damit mal beschäftigen, damit man das erkennt und dann zu sagen, hey, stopp, wir wollen das nicht mehr. Wir wollen da weg Richtig. von. Ich möchte das Richtig. nicht mehr. Und dann kann man auch das verändern. Aber so, weil wir uns halt da nie auch richtig mit beschäftigt haben, ist es halt immer so gekommen und weitergelaufen. Und da gilt es jetzt echt, sich damit zu beschäftigen. Und jeder ist da auf seine Art und Weise auch so ein bisschen gefordert. Und deswegen erleben wir das alles. Und deswegen kommen diese ganzen Dinge hoch. Ja. Ganz genau, und um das nochmal zu ergänzen, es gibt sogar die direkte Analogie, dass ja, also
Eingebungen haben mir gesagt, dass es genauso ist auf der Ebene, wie wir die Tiere behandeln. Das heißt, wir züchten sie, wir essen deren Kinder. Genau das machen Lebewesen, die uns überlegen sind mit der menschlichen Rasse. Die nehmen uns, die nehmen unsere Kinder, die essen die, die züchten sie. Und wir verurteilen sie und sagen, oh, wie schlimm, diese Satanisten mit den Kindern, die entführen die Kinder, Untergrundbasen, die entsaften die, deren Zirbeldrüse, trinken Adrenochrom und leben die Angst und schlachten die und essen die und ganz schlimme Sachen. Und dann machen wir das Gleiche nebendran mit den Gleichen, mit dem Lamm Gottes, mit den Tieren. Und das ist unglaublich. Also, das ist für mich, ist es, wenn ich mein Baby jetzt sehe, ich habe ja ein 7 Monate altes Baby, wenn ich den Arm abschneide, ist genau wie wenn ich ein Lamm den Arm abschneide, ist das gleiche Bewusstsein. Also, da kann mir keiner erzählen, weil ich sage den Leuten, ey, du kannst ja auch mein Baby aufessen. Und ich war früher so, ich habe das zumindest eingestanden. Ich sage, ja, das ist Kannibalismus. Aber ich habe es weiter betrieben, habe gesagt, ich will da raus, ist ja kein Problem, ich erkenne das zumindest schon mal, ich entwickle mich da raus, aber ich leugne das nicht. Ich sage nicht, oh nee, das ist okay und probiere mir da irgendwelche philosophischen Konzepte drumherum zu bauen, dass es irgendwie verträglich sei, da Tiere aufzuessen. Es ist barbarisch, es ist Kannibalismus, es ist einfach, es ist schrecklich, es ist wirklich schrecklich. Oder wenn man auch, also ich habe jetzt mal den Film Avatar wieder gesehen. Das ist ja auch, das geht ja auch irgendwie um das Bewusstsein, weißt du? Weil die in dem Film Avatar, in Pandora, die haben da ein ganz anderes Verhältnis einfach zu den Tieren. Und wenn man ein Tier erlegt wird oder getötet wird, benutzen sie es auch als Nahrung. Aber wie sie das machen, das geht ja auch um die Art und Weise, oder? Dass man einfach dieses Bewusstsein hat, dass wir jetzt nicht. Wir brauchen das alles nicht. Und deswegen ist es so schön, weil du auch so stark dafür vorangehst, dass wir mit ganz einfachen Mitteln uns total vollwertig und auch gesund ernähren können. Da brauchen wir nicht viel für. Wir Nein, brauchen nicht den nein, ganzen Supermarkt. nein, wirklich einfach und es schmeckt wirklich, also ohne Mist. Ich habe ja ein Restaurant gehabt, da haben wir Pizza, Burger, Wrap, Suppen, alles Mögliche angeboten, weil ich habe geguckt, was sind die Lieblingsgerichte der Deutschen, bevor ich das Restaurant aufgebaut habe, um zu recherchieren für meinen Businessplan. Habe dann gesagt, okay, Pizza, Pommes, aber Nummer eins verkauftes Gericht in Deutschland auf der Straße, was glaubst du? Sag mal. Verkauftes Gericht auf der Ja, Straße? was verkaufen die Deutschen am liebsten täglich auf der Straße ein? Currywurst, so Pommes. Nein, oh Nein. nein, nein, es gibt noch ein besseres Gericht. Auf der Straße? Dönerladen. Ah ja, stimmt, Ja. Döner. Ja, stimmt. Also du Ja. siehst, wo wir gelandet sind. Und das ist heute, das wird noch, Döner wird noch als gesund empfunden. Da sagt keiner, ich will auch gesund essen. Also es gibt unglaublich wirkliche Disbalancen zwischen auch dem, was wir glauben und was Wahrheit ist. Auf jeden Fall, ich habe mir die besten Gerichte rausgesucht, habe dann Burger, Pizza und so angeboten. Und die Leute, die bei uns reinkamen, haben es manchmal gar nicht erkannt, dass es nicht gekocht, sondern gedörrt war, dass es nicht erhitzt war, weil wir es so lecker machen mit Ja, Cashewcreme und schön. Hefeflocken. Und da noch ein paar Datteln reinmixen und Gewürze. Es ist so köstlich. Es ist wirklich einfach und köstlich. Es ist nicht zerstörerisch, weil wir damit durch die Rohkost keine Erhitzung haben. Das heißt, wir zerstören nicht die Enzyme, die ab 42 Grad degenerieren. Wir zerstören nicht die Eiweiße, die ab 42 Grad degenerieren. Und wir zerstören nicht die Vitamine. Zum Beispiel Vitamin C verflüchtigt sich ab 60 Grad. Was ist also in einem gekochten Essen noch drin, bitte? Wenn schon die ganzen Mineralien, also die Ackerböden heutzutage sind mineralienarm. Da wird nur gedüngt mit NPK. Und es sind drei verschiedene Nährstoffkomponenten, der Rest nicht. Das heißt, Magnesium, Kalzium und sonstige Sachen sind nicht mehr drin im Boden. Das heißt, die Pflanze wächst in einem Mangel auf, wird dann abgeschnitten. Also erstmal ist das Saatgut von der Pflanze schon so determiniert, dass es Terminator-Saatgut ist und komplett genverändert oder eine Hybridsorte. Dann wächst es nur mit Chemopestiziden, mit Pestiziden und irgendwelchen Giftstoffen in diesen Giftstoffen drin. Dann wird es abgeerntet und wird in ein Plastik verpackt oder irgendwie transportiert mit riesen CO2-Emissionen in den Supermarkt gelegt, wo es dann auch nochmal liegt. Und dann nehmen wir es raus und legen es nochmal bei uns hin. Und was glaubst du jetzt, ist in diesem Essen, wo keine Biophotonen, wo niemals Mineralien drin waren, wo keine Vitamine mehr drin sind, wo keine gesunde Information mehr drin sind, was soll es uns bitte an Energie für unseren Körper geben? Bitte. Das Beste ist wahrscheinlich da die Sprossenzucht, oder? Weil Richtig. da so Noch besser. dieses Ankeimen, da ist dann wahrscheinlich so diese Ja. Lebensenergie auch viel mehr drin, oder? Ja. Und noch besser, erstens kostenlos und zweitens noch ursprünglicher sind Wildkräuter. Und drei Wildkräuter, die jeder kennt, ist Brennnessel, Brennnessel, Löwenzahn, Giersch ist schon zu viel und Gänseblümchen, nehmen wir jetzt mal, ja. Brennnessel oder Klee von der Wiese. Ja, Brennnessel, Löwenzahn und Klee. Und daraus kann ich mir schon einen Salat machen, der so köstlich ist mit einem leckeren Dressing. Also auch für Krisenzeiten. Die Menschen haben damals im Krieg sich überwiegend von Brennnessel ernährt und sind gesünder. Auf einmal sind die Fallzahlen von Herzinfarkten, Krebs alle runtergegangen, weil die Leute überwiegend Brennnessel gegessen haben. Also was wir da alles an kulinarische Köstlichkeiten haben. Und jetzt pass auf, das Entscheidende ist, diese Pflanzen wurden niemals genverändert.
Sie sind niemals hybridisiert worden. Sie haben sich ihren Standort selbst ausgesucht. Sie wissen noch, wo sie wachsen sollen. Sie sind von eingeschlossen in ein gesundes System seit Jahrmillionen. Das heißt, wenn überhaupt noch Pflanzenursprünglichkeit enthalten, dann nur die Wildkräuter. Und dann kommen wir nicht bitte mit Fuchswandwurm oder von wegen, ich muss die abwaschen, wegen Chemtrails. Leute, wenn ihr wüsstet, was auf den anderen Lebensmitteln drauf ist, dann würdet ihr euch dreimal im Grabe umdrehen und sagen, das war's für mich, ich bin tot. Weil das kann eigentlich ein Mensch nicht am Leben enthalten. Es geht eigentlich. Ich weiß gar nicht, wie es biochemisch geht. Eigentlich müssten wir schon längst, so wenn ich die Leute sehe, was sie essen, schon längst umgefallen sein. Nur weil ich weiß, dass der Mensch eigentlich 900 Jahre leben kann, dann verstehe ich, wieso er erst nach 60 Jahre alt wird, weil sonst wäre es gar nicht möglich. Ja, das Physische, das 3D-Körperliche ist ja auch nur ein ganz, ganz kleiner Anteil von dem, Richtig. was es wirklich gibt, ne? Da müssen wir auch irgendwie hinkommen wieder. Wir haben das auch viel im Kongress, dieses Thema Multidimensionalität, dass wir erkennen, dass wir hier nicht nur 3D-Ebene sind, sondern auch viel, viel mehr. Und dass dieser Anteil ja viel größer ist Ja. als das, was wir sonst immer ja gelernt haben. Und erst wenn wir das auch verstehen und richtig auch ja da mal reingehen und uns damit beschäftigen, können wir auch alles Weitere, glaube ich, verstehen, wie das hier läuft und funktioniert. Richtig. Mit Wesenheiten, was du davon auch angesprochen hast, die sich vielleicht auch von Energie ernähren und so weiter und von den ganzen Geschichten, die da jetzt alle so hochkommen. Ich finde das total spannend, weil ich mich da schon ein bisschen länger beschäftige und nur das ist so eine Frage des Bewusstseins, ne? Dass wir uns Ja. einfach damit beschäftigen und uns da mal in diese Felder reingeben und mal dann ja vielleicht anfangen zu meditieren und mal so hinzugucken in unseren Körper oder in die Felder oder einfach mal so sich damit zu beschäftigen. Fantastisch, da kann ich dir wirklich nur zustimmen. Und deswegen ist deine Arbeit auch in diesem Kontext auch wirklich sehr, sehr wichtig. Weil durch sowas, es gibt Menschen, die rufen mich nach so Kongressen wie deinem an, sagen, David, ich habe dich durch den Kongress kennengelernt oder David, der und der Kongress, der hat mir so den, also du machst da fantastische Arbeit und ich glaube, wir müssen einfach nur so weitermachen. Und die Leute spüren schon immer mehr, dass da was faul ist. Nennen wir es mal einfach so, dass da aktuell was faul ist. Das kriegt, glaube ich, jetzt auch jeder, weißt du, jeder mit. Und für die Rest ist halt ein Intelligenztest. Und wenn die da mitgehen wollen, dann ist es halt so, wir wissen, die reinkarnieren wieder und es passiert nichts Schlimmes, also alles gut, auch wenn es viele da umkippen. Gell? Wenn man so auf Telegram da sieht, was da überall international passiert nach den Impfungen, dann ist schon Horror. Aber wir wissen ja, alles hat seinen Sinn und wir vertrauen da, ja, und kümmern uns um uns. Und da hast du recht, da haben wir noch genug Selbstbaustellen bisher gehabt, weil auch mit der Sprache sollten wir vorsichtig sein. Ab jetzt ändern wir das. Ja, bisher waren wir noch nicht so. Jetzt sind wir in der Medi jetzt machen wir Meditation, wir öffnen unser Feld, wir scannen unseren Körper und da gibt es so viele tolle Konzepte heutzutage. Man muss da nur online gehen, da findet man so viele Informationen, dass es auch immer passt. Wie machst du das? Hast du so einen täglichen Routine oder wie ist so dein Ja, Alltag? richtig. Also Vielleicht kannst du erstmal da auch wie nochmal du. inspirieren. Genau, also ich habe wie du auch ganz, ganz lange mit diesen Themen mich ganzheitlich beschäftigt. Und jetzt ist so, ich habe ganz viele Informationsquellen und lasse mich da immer so berieseln. Und die Informationen, die für mich stimmig sind oder wo ich sage, ah, das interessiert mich, da gehe ich tiefer rein. Oder die da in das Puzzle passen oder die, weißt du, da erweitere ich die ganze Zeit mein Bild. Das heißt, morgens fange ich erstmal physisch an mit einen kleinen Jogginglauf, jeden Morgen ein bisschen Training, ein bisschen draußen erden, barfuß gehen und ein bisschen in den Tag reinfühlen. Ja, das ist ganz wichtig. Und dann sammle ich mir jeden Morgen meine Wildkräuter, immer so ein Büschel, Löwenzahn, Brennnessel, Giersch, was es da alles unterwegs gibt. Ja, und vielleicht noch einen Apfel jetzt mittlerweile von meinem Nachbarsbaum. Und das entsafte ich mir dann mit Angel Juicer nach dem Training. Und dann habe ich für mich erstmal meine Wellness-Einheit. Vorher mache ich meistens von 5:30 Uhr bis 9 Uhr, bis ich trainiere, eine Meditation. Also ich meditiere sehr, sehr lang und intensiv, weil ich auch sehr viele Business-Sachen zu managen habe und dann mal hier eine Idee und da was und da schnell ins Handy was reinschreiben. Das heißt, ich komme auch immer wieder aus diesem tiefen Atmungsrhythmus raus mit einer genialen Idee. Auf einmal, wenn ich tief ausgeatmet habe, oh, das wollte ich nochmal, ah, okay, Handy, zack, zack, zack. Und das ist auch das Schöne daran. Aber man muss halt, meine Arbeit, wir sind ja geistige Wesen, also findet meine Arbeit auch überwiegend geistig statt. Und deswegen muss man sich einen Rahmen, ein Feld geben. Das heißt, Schatz, sage ich dann, bitte halt die Kinder von mir fern und gib mir von 5:30 Uhr bis 9 Uhr Zeit, dass ich das alles ordnen kann. Weil im Laufe des Tages mit den ganzen, wie du schon sagst, Informationenüberfluss, der ruft an, der will das, dann essen, dann hier, dann das, da kommt man nicht in Genau, diese Ruhe. plus Kinder. Richtig, du kennst es, ja. Da kommt man nicht mehr in diese Ruhe rein und will es auch nicht. Wenn dann das Kind da ist, will ich nicht im Handy sein, da will ich mit dem Kind spielen, ja. Und deswegen mache ich das ganz früh morgens und mache dann mein Sportprogramm. Dann nehme ich meistens den Kleinen mit und dann gehe ich Wildkräuter sammeln, dann nehme ich ihn auch mit, dann entsaften wir die zusammen und dann mache ich meistens meine Beratung oder wie jetzt Termine, die beruflich sind, ja, dass ich auch da anderen das Wissen weitergebe, so wie du auch. Das ist mein Hauptjob, ja. Zum Glück habe ich finanzielle Unabhängigkeit. Ich könnte auch nichts machen, weil ich den Online-Shop und ganz viele YouTube-Videos mit unendlich vielen Produkten seit Jahren aufgebaut habe, dass es ein Selbstläufer ist oder Wassersysteme und Team habe da, die auch Wasserfilter verkaufen. Also unzählige Sachen, aber wie du habe ich diesen Drang, ständig mich weiterzubilden
und ständig auch im Austausch mit Menschen wie dir zu sein. Und deswegen habe ich wirklich in meinem Alltag viele Menschen wie dich um mich herum, dass ich kaum mehr mit dieser anderen Welt in Kontakt bin. Und das fühlt sich einfach gut an. Das heißt, ich sehe, ah, die Welt, da gibt es viele Menschen wie dich jetzt, die ich jetzt auch zum ersten Mal so lange im Gespräch hatte, wo ich sage, oh, da freue ich mich. Da gibt es welche, die sind wie ich, die arbeiten wirklich, ohne dass du jetzt dafür groß Geld verdienst. Du machst das ja wahrscheinlich nicht wegen des Geldes. Die arbeiten Doch, aus ich will einer Geld verdienen, natürlich. Die arbeiten aus einer tiefen intrinsischen Motivation heraus, Ja, genau. was sehr, sehr wertvoll ist und machen so, stellen sowas auf die Beine, was die Leute aufweckt. Das feiert mich, das feiere ich dann einfach. Und so nähere ich mich von Leuten wie dir. Also ich kenne deinen ersten Wahrheitskongress, jetzt im Nachhinein, wo du darüber gesprochen hast, weil ich habe einen Freund, der all diese Kongresse sich immer anschaut und mir die besten raussucht. Und da höre ich mir dann in der Meditation und danach manchmal auch sowas an. Oder am Abend dann wieder, wenn die Kinder schlafen ab 9 und dann, wenn der Tag wieder so zur Ruhe kommt nach dem Essen, dann höre ich mir sowas wieder an und dann gehe ich wieder in die Meditation und auch wieder in diese geistigen Welten und so. Ja, lieber David, das geht mir genauso. Und als du so erzählt hast, eben da, ich habe mich so gefreut innerlich, weil bei mir ist es ähnlich. Ich arbeite eigentlich genauso. Und ich musste da so an Nikola Tesla denken, wo man so hört von ihm, von seiner Arbeit, wo er auch im Ja, Kopf oder im Geiste alles richtig. erschaffen hat, ne? Weißt du? Richtig. Und ich trainiere das auch tatsächlich, dass ich ja, immer wieder reingehe, rausgehe und wenn eine Ja. Idee kommt, dann schreibe ich die auf und ja, ich kann auch nur wirklich bestätigen, wie du auch sagst, diese guten Ideen oder auch Konzepte oder auch der Wahrheitskongress und so weiter, alles dafür ist auch viel aus dieser Arbeit entstanden. Und das Richtig. schafft man auch aus meiner Sicht tatsächlich nur, wenn man einen für sich einen Ort findet, wo man so ein bisschen auch zur Ruhe findet. Ja. Weil wenn diese ganzen äußeren Störfaktoren so ein bisschen weg ist, innerliche Arbeit auch getan ist und einfach mal zur Ruhe kommt, dann kann natürlich auch erst dieser Kern, der in dir ist, dieses, manche nennen es höhere Selbst oder dein Inneres, deine innere Wahrheit, wenn man so will, kann man ja auch sagen, die kann ja dann erst durchkommen. Und ich habe da auch Fantastisch. schon so geniale Informationen und Sätze bekommen und ja, Ideen halt, ne? Ideen und Richtig. Also Inspiration früher für meine würde man Arbeit. sowas als Channeling oder Medium bezeichnen. Wenn wir in Ja. der Spiritualität, wirklich, es ist nichts anderes da, Wir dein können das höheres alle. Selbst. Wir Ja, können wir das können das alle. genau. Richtig. Also deswegen, das ist, ja, das ist eine Ja. Fähigkeit, die man wieder aber auch wie alle anderen trainieren muss. Und deswegen machst du es hervorragend durch deine Praxis, was du da machst. Dieser Wahrheitskongress, viele können sich auch gar nicht vorstellen, was steht da an Koordination, an Arbeit dahinter, das alles aufzubauen, die ganzen, das auch, das auch zu planen, auch die einzelnen Gespräche zu planen, die richtigen Experten rauszusuchen. Dann die Leute sehen nur unsere Arbeit, was wir so machen, aber die sehen oftmals nicht, was dahinter für eine kontemplative Arbeit steckt, um das Ganze zu kreieren und zu entwickeln. Ja. Aber das ist auch so, ich war jetzt 20 Jahre angestellt in so einem ganz normalen Verkäuferjob, auch eine total gute Erfahrung, gutes Unternehmen, wo ich dann aber irgendwie irgendwann nicht mehr weitergekommen bin und jetzt mache ich halt das nur noch. Und Wow. ich bin gerade in der glücklichen Phase auch, dass ich dadurch mein Geld verdiene, meine Familie versorgen kann und Perfekt. immer mehr in diese Fülle und Unabhängigkeit komme. Ja, Und ja. das ist ein so schöner Zustand, weil, und das wünsche ich mir auch für jeden, weil wenn man das geschafft hat, dann ist da einfach viel, viel mehr Vertrauen. Du hast einfach viel mehr Power. Wenn du dich dann auch noch am besten, wie David eben gesagt hast, ja, rohköstlich oder mit seinen Geschichten, mit Keto, du hast eben Keto angesprochen, das kennen ja auch viele noch gar nicht. Ich hab da persönlich auch noch nicht so viel Information, aber sich einfach damit immer zu beschäftigen. Und wenn man das macht, dann hat man einfach auch viel mehr Power und Energie. Und vor allem, hast du auch eben schön angesprochen, das Barfußlaufen. Richtig. Ich sage mittlerweile, Freiheit fängt bei den Füßen an. Und ich Perfekt. habe mich auch mal mit Barfußlaufen und habe mir den Barfußschuh geholt. Und das ist einfach auch, ja, es ist ein ganz anderes Lebensgefühl, ne? Und ein ganz anderes, du bekommst einfach auch andere Gedanken. Ich hätte das nie gedacht, weil ich hatte früher immer diese engen italienischen, schicken Lederschuhe, ne? Wo die Füße Ja. so eingezercht, zwercht sind. Und ja. Absolut, da hast du vollkommen recht. Entschuldige bitte, familiärer, nein, Notfall. Genau, also ich glaube, es ist sogar die Schuhe, es ist der Toilettenhocker, es ist das, was man isst, es ist so eine kleine Meditation. Es gibt viele Sachen, die sind einfach natürlich besser, weil wir haben vieles nicht, sage ich mal, gesund beigebracht bekommen von unseren Eltern. Wenn wir jetzt einfach mal die neuesten Informationen, das sind kleine Hacks oder Biohacks, ja, die wir in den Alltag einbauen können, die bringen uns so einen Effekt. Genau, die Erde ist ein Kugelkondensator und gibt uns Energie. Das heißt, wenn wir das Gras laufen, dann kommen Informationen und das sind auch vielfältige Informationen, die unser Bewusstsein natürlich beeinflussen,
über den Erdkontakt in unser Bewusstsein rein. Und sowas ist halt der perfekte Ausgleich zwischen 5G, Strahlung, Handy, das, was Ja. wir halt alles auch haben. Ich denke, du ja auch. Wir sitzen auch jetzt gerade wieder vor digitalen Endgeräten. Ja, Und ja. da gibt es ja unglaublich schlimme Studien. Also da will ich gar nicht einsteigen. Fakt Ja. ist, wenn man da einen kleinen Ausgleich schafft von 20 Minuten bis einer halben Stunde, da fühlt man sich einfach ganz anders. Und das kann ich jedem da nur empfehlen, ja. Ganz kurz noch, wir sind leider schon fast am Ende wieder. Wenn wir uns mit Technologien beschäftigen, du bist ja auch sehr, sehr viel mit verschiedensten Technologien ja, arbeiten und du hast sie auch in deiner Wohnung oder in deinem Haus integriert. Und hast du da nochmal so ein paar Dinge, die du empfehlen kannst, gerade Ja. mit Strahlung und diese ganzen Geschichten, weil man ja umgeben ist unglaublich von Strahlung und so weiter? Schön, dass du es sagst. Also es gibt ein arabisches Sprichwort, das heißt, vertraue in Allah, aber binde trotzdem dein Kamel an. Also ich glaube, wir haben die Herzenskraft, uns gegen diese ganze Strahlung so zu wehren, aber ich glaube, es ist wichtig, auch solche Tools zu nutzen, wie hier den Quantenstein oder den Brainy oder den Ananti. Das sind Informationssysteme. Also das ist Informationsmedizin. Das ist quasi wie eine CD, auf die Information draufgetragen wird. Die sehen wir nicht. Wir sehen ja auf der Scheibe der CD auch nicht, was da drauf ist. Aber wenn wir sie an den Körper geben, dann werden die übertragen. Und diese Sachen, die schützen das Feld, die regenerieren die Zellen, die steigern die Zellspannung. Das heißt, dass wir mehr Elektronen in den Körper haben wieder. Die geben Energie und das ist ganz nachweislich. Das heißt, es gibt einen Professor, Dr. Enrico Edinger, der hat diese Konzepte untersucht, im Labor geprüft und etc. Und davon gibt es halt tolle Sachen. Ich habe noch eine Pyramide, ich habe einen Orgoniten, ich habe eine Ceragem Infrarotliege mit Jadesteinen, die Infrarotwärme in den Körper bringt. Ich habe so ein Trainingsgerät, das nennt sich Seawave, so ein Vibrationstrainingsgerät. Also wenn du bei mir herkommst, dann sieht es aus wie vom anderen Planeten, weil diese Sachen sind auch genauso entstanden wie unsere Ideen durch Channelings oder durch Leute, die Eingebung hatten oder die ganz viele Konzepte miteinander kombiniert haben. Es sind geniale Kreationen und da sollte man sich auch nicht zu schade sein, darin zu investieren, weil genau in diesen Momenten, wie jetzt auch du, so morgens in der Meditation auf der Liege unter dieser Pyramide, da kommt ist natürlich die Informationsrate noch höher und ich habe noch viel Erkenntnisdichte ist noch höher. Das heißt, es ist alles noch entspannter, ich komme tiefer in den Parasympathikus rein, ich habe mehr Zugang zu meinen Organen, ich kann besser ausatmen. Das spüre ich auch wirklich direkt, wenn ich diesen Stein anhabe oder andere solche Technologien nutze, solche Werkzeuge. Das ist ein ganz altes, ja. Das haben die Hexen damals, Hexe kommt von Wort hexagonal, die haben das genutzt, um damals bei Geburten oder bei sonstigen Leiden das auf den Körper zu halten, mit Wasser zu verbinden und dadurch werden die Körperzellen und das Wasser hexagonal und das führt dazu, dass die Energielevel steigt. Und das einfach verschwindet. Also es gibt da wirklich, ich will jetzt keine Heilversprechen machen, aber es gibt Quellen, die behaupten, dass Leute das benutzt haben aus eigener Erfahrung, ja, und haben dann den Tumor geheilt, in den die es draufgelegt haben. Müsst ihr euch Professor Edinger anschauen und die Sachen einfach mal auf meiner Seite, da habe ich tolle wissenschaftliche Artikel, Dr. Raw, vielleicht kannst du auch verlinken, da habe ich alle Mache ich. Technologien, die ich im Alltag nutze, mal zusammengestellt, dass Leute, die interessiert sind, die auch nutzen können, weil da gibt es tolle Sachen. Ja, super. Aber ich finde das auch sehr gut und auch wichtig, weil es gibt ja so viele geniale Köpfe, die das alles produziert, fabriziert, Ideen hatten. Und wir können ja Technologie halt auch nutzen. Wir müssen ja nicht Richtig. irgendwie zurück in die Steinzeit oder wenn es überhaupt eine Steinzeit gab. Ja. Ja. Wie man immer so schön sagt, zurück in die Steinzeit, dass wir diese ganzen Dinge nicht haben wollen, nicht brauchen. Ich sage auch, ich finde es gut, weil ich mag technische Technologien auch, Geräte mache ich total gerne. Und deswegen ist es gut, wenn man sich da einfach mal mit beschäftigt, weil es gibt ja sehr, sehr viel, was man nutzen kann. Absolut. Du hast deine Seite angesprochen, die werden wir auf jeden Fall verlinken, weil du da auch viele Sachen, also deine Produkte, die du Richtig. sozusagen beziehungsweise ausprobiert hast und die gut sind für dich, empfiehlst du ja auch weiter. Und ich kann das auch nur wirklich mal empfehlen, da einfach mal sich mit zu beschäftigen und auch immer wieder zu spüren und zu horchen in sich. Ist das vielleicht was Richtiges? Was brauche ich gerade? Und dann kommt das auch, das ist ja auch so das Gesetz der Anziehung, oder? Das kommt dann auch Richtig. irgendwie immer so Ja, in dein Leben, genau. oder? Es läuft alles zusammen. Du sagst es wieder, Ja. ja. Es ist alles miteinander verbunden und man guckt damit, was gehe ich in Resonanz und was passt jetzt gerade und was gibt mein Geldbeutel her und auf einmal sind dann 300 Euro mehr da am nächsten Tag. Ja. Also es läuft alles sehr wundersam heute, wenn man einen positiven Impuls setzen will. Ja. Prima, liebe Leute, vielen, vielen Dank. David, vielen Dank dir. Das war ein Hammergespräch. Also Danke dir. wir haben uns ja heute das erste Mal gesehen und kennengelernt. Richtig, also folgt ihm mal. Ich kann nur seine Videos auf YouTube empfehlen. Der Mann hat so viel Power und so viel, da ist so viel Wissen auch drin. Das ist unglaublich. Und er lebt das wirklich, was er dann auch erzählt und empfiehlt. Und
Vor allem das Video über Brot kann ich empfehlen. Das habe ich mir Oh letztens ja. angeguckt. Das ist richtig, richtig gut, weil da, das habe ich auch noch nicht so bei mir umgedreht, dass wir halt ja wieder einfach ein anderes Bewusstsein dafür bekommen. Weil das Brot, was wir essen, ist einfach, ja, es ist fast wie Gift, oder? Das Ja, davon wegzukommen, das, fantastisch. Ja. ja. Super, ich danke dir vielmals für die Möglichkeit, hier sprechen zu dürfen. Ich weiß, du hast viele tolle Experten und es war mir wirklich eine Ehre, weil du eine tolle Reichweite hast und deine Arbeit bewundere ich. Jetzt verstehe ich auch, wieso das alles so bei dir so läuft, weil du ja auch einen ähnlichen Ablauf sagst mit Kontemplation etc. Und dass du auch den Schritt gewagt hast, dich aus dieser normalen Welt rauszuziehen und das hauptberuflich zu machen, das ist was, was vielen heute bisher, ich will jetzt nicht dogmatisch sein, schwer gefallen ist. Und dazu würde ich die Leute auch gerne ermutigen, weil es gibt viele wie dich und mich, die eigentlich was auf dem Kasten haben, die eigentlich auch schon gutes Fundament an Wissen haben, die sich aber noch nicht so trauen. Und dass wir den beiden jetzt sagen, hey Leute, es geht und ihr verdient dann noch viel, viel mehr und traut euch erstmal den Schritt und dann wird in der Zukunft euch wirklich alles so zufliegen, das ist mir ganz wichtig, hier nochmal den Teilnehmern mitzugeben. Ja, sehr gut. Wir haben das ja auch ein bisschen im Kongress auch mit diesem, dieser Weg der inneren Wahrheit, ne? Dass ich mich erkenne, was ist eigentlich in mir, was möchte ich eigentlich, was möchte ich nicht mehr, was möchte ich eigentlich. Und jetzt ist aus meiner Sicht auch eine sehr, sehr gute Zeit, um sich diese Fragen zu stellen, weil die, ich sage immer so, die Veränderungsenergie, die jetzt da ist, die ist einfach total gut, um auch Dinge in Bewegung zu bringen, zu verändern. Und wenn man einen Impuls hat in sich und sagt, hey, mein Job, den ich mache, der dient mir gar nicht mehr, oder der befriedigt mich gar nicht mehr, oder will ich sowieso schon weg, dann ist jetzt, glaube ich, eine gute Zeit, um was Neues zu erschaffen, weil ich habe schon, wenn ich mich so mit diesem Feld beschäftige, es entstehen gerade ganz viele neue Geschichten, ganz viele neue Berufe, die gibt es Richtig. noch gar nicht. Ja, stimmt. Und das ist so dieses Bild, dass wir von dem alten Weltbild wirklich wegkommen. Ich sage mal, das kann man fast komplett wegschmeißen, weil die Geschichte ist gelogen, alles ist gelogen und alles ist Alles gelogen. gelungen. Wir müssen im Prinzip das wieder ganz neu jetzt erschaffen und neu lernen. Und dafür ist jetzt eine super Zeit, das zu verändern. Super. Und du hast einen riesen Beitrag mit diesem Video geleistet. Mit Ich dir danke dir. zusammen, ich danke dir, David. Danke Vielen, vielen Dank. dir. Alles Alles Gute, Gute. mach's Bis gut, dann. hab einen schönen Ciao. Tag. Danke dir. Ciao. Danke fürs Zuschauen. Macht einen Bio-Vital-Scan und wir stellen euch einen individuellen Ernährungsplan zusammen, der genau an eure persönlichen Bedürfnisse angepasst ist und auch nur die speziellen Superfoods enthält, die ihr auch wirklich braucht. Wir haben euer Interesse geweckt. Lest am besten eins meiner Bücher für noch mehr Hintergrundinformationen. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Euer David.